Hallo und herzlich willkommen. Es häufen sich doch Fragen zu meinem Geschirr und daher wollte ich euch jetzt zu diesem mal ein wenig was erzählen. Ich habe da Folgendes. Nämlich einmal hier einen Titan-Topf, wenn man so möchte, der vom Design her genauso aussieht wie eine große Titan-Tasse. Ist beides auch exakt dieselbe Bauweise und dasselbe in Grün, nur ist das hier halt größer und das hier kleiner und im Topf ist innen. Nein, außen sogar noch eine Skala angebracht, mit der man gucken kann, wie viel man drin hat. Beziehungsweise innen ist dieselbe Skala. Warum wohl? Eigenartig, eigenartig. Die finde ich sehr hilfreich, wenn man mal irgendwelche genaueren Wassermengen abmessen möchte, zum Beispiel bei Wasserentkeimungsfragen oder ähnlichem. Es ist ja dann ganz gut zu wissen, wie viel man da drin hat. Leider fehlt ein Messstrich beim halben Liter. Es gibt 0,4 und 0,6. Aber ja, das kann man dann ja schon ganz gut abschätzen. Wobei ich den halben Literstrich persönlich immer mal wieder mich frage, warum machen Sie da keinen halben Literstrich ran? Fast alles ist ein halber Liter, oder? Naja, egal, lassen wir das mal so stehen. Die Tasse hat sowas nicht. Es gibt Menschen, die sich in die Tasse dann eine Skala reingeritzt haben. Halte ich persönlich für nicht unbedingt notwendig, wenn man weiß, dass die Tasse 450 Milliliter Fassungsvermögen hat und zwar bis hier. Also wirklich bis maximal zum Rand. Lässt man noch ein bisschen was frei, dann hat man ungefähr 400 Milliliter drin. Und kann dann ganz gut auch damit rechnen. So auf den Milliliter genau kommt es ja eh nicht drauf an draußen. Also ich finde, mit der Tasse kann man ganz gut arbeiten, so abmessungstechnisch gesehen. So, ja, beides ist wunderbar überm Lagerfeuer einzusetzen, sieht aber hinterher dann halt irgendwann so aus. Man kann den groben Dreck dann einigermaßen abwaschen, aber irgendwann ganz sauber geht es dann nicht mehr, beziehungsweise es geht schon, aber da muss man dann schon kratzen wie ein Wilder. Und da habe ich irgendwie die paranoide Angst, dass ich es dann doch schaffe, das Material meines Topfes irgendwie anzukratzen. Und das ist bei der extremen Dünnwandigkeit dieses Geschirrs dann tatsächlich ein Problem, weil sobald die auch nur irgendwo ansatzweise einen Kratzer hat, weshalb ich auch nicht verstehen kann, weshalb man hier eine Skala reinritzt, dann wird schon eng mit der Wandstärke, weil die sind wirklich extrem dünn. Ihr könnt es vielleicht hier, wenn ich den Finger hier so reinhalte, so ein bisschen erahnen. Der Rand hier oben ist natürlich noch mal ein bisschen extra dick, aber Wandstärke dürfte nicht mehr als 1,5 mm sein oder irgendwie sowas. Vielleicht. Na, nee, wirklich nicht. Also tendenziell vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Schwer zu sagen. Ist beim Topf übrigens genau. Nein, der ist ein Ticken dicker, fühlt sich ein ganz winziges bisschen dicker an. Aber das müsste auch wirklich nur im minimalen Bereich sein. Ja, und das ist also die Standardwandstärke von solchen Snowpeak-Produkten. Also was immer man da kauft, man bekommt quasi etwas dieser Wandstärke. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber auch gerade bei Töpfen und Tassen und so weiter und so fort ist das alles so. Diese Tasse hier gibt es auch noch, und das ist wichtig, in einer Isoliertassen-Variante. Das heißt, dann ist sie doppelwandig. Das heißt, wenn man was Heißes reinkippt, bleibt das extrem lange heiß. Das funktioniert auch. Aber für uns als Mensch, der diese Tasse dann gerne auch mal über ein Feuer stellen möchte, ist diese Doppelwandigkeit hinten und vorne nicht zu gebrauchen, weil es geht dann genauso lange, wie das Warme, was drin ist, warm bleibt, bis was Kaltes, das drin ist, warm wird. Also auf gut Deutsch, Kochzeit verlängert sich völlig unsinnigerweise, wenn man diese doppelwandige Tasse als Kochgefäß verwenden würde. Natürlich kann man sie dann trotzdem benutzen, wenn man wirklich eine Luxustasse haben will, in der man super lange Zeit heißen Kaffee hat. Insbesondere bei super niedrigen Temperaturen im Winter, habt ihr vielleicht schon mal erwähnt, da kühlen einem Heißgetränke derartig schnell aus, dass man die fast schon nicht getrunken bekommt, bis die schon wieder kalt sind. Und das ist in so einer doppelwandigen Titantasse definitiv nicht so. Das ist in einer einwandigen Titantasse auch noch mal besser als in einer Edelmetalltasse. Aber so grundsätzliche Eigenschaften von Titan, dazu kommen wir gleich. Nur eins noch mal vorneweg gesagt: Beides hier ist extrem leicht und wiegt so noch mal ganze Ecke unter 100 Gramm und vielleicht gerade mal so ungefähr 100 Gramm. Das gleiche in Edelstahl oder in Alu ist tatsächlich dann auch noch mal deutlich schwerer. Wobei das genaue Gewicht kann ich nicht feststellen, weil ich habe hier nur Omas gute alte Küchenwaage. Und wie ihr seht, ist die viel zu grob, um da irgendwie nennenswert was anzuzeigen. Tada, da passiert nämlich gar nichts, schlicht und ergreifend. Also
ne? Ein ganz winzig kleines bisschen Fortbewegung, das sollten so ungefähr 100 Gramm sein, wenn man jetzt die Skala mal einigermaßen überträgt. Also, ne, wiegt auf jeden Fall fast nichts. Und ob es jetzt 80 Gramm oder 85 Gramm sind, wen das interessiert, der sollte Wissenschaftler werden. Haha. So. Es gibt zum Topf noch diesen Deckel, beziehungsweise diese Pfanne, die da theoretisch. Na? Blub. Aha. Ja, also da auch drauf passt. Man muss dazu sagen, besagten Topf habe ich jetzt seit 10 Jahren und wirklich oft im Einsatz. Die Pfanne, die erstaunlicherweise noch so neu aussieht, liegt daran, dass ich die so gut wie nie verwendet habe und mir immer den Deckel gespart habe, weil ich zu faul war, diesen mitzuschleppen auf Tour. Auch nochmal aus Gewichtsersparnisgründen. Übrigens, die Gewichtsangabe, die ihr im Internet zu diesem Apparat hier findet, ist inklusive Deckel. Also ohne Deckel ist er dann halt eben nochmal entsprechend leichter. Klar, die Pfanne ist super, wenn man sich zum Beispiel ein Bannock machen möchte, also so ein schönes Fladenbrot, genau auf Pfannengröße, den Brotteig da rein, wunderbar backen, klappt ganz hervorragend. Das habe ich auch mal ausprobiert, allerdings über, ich glaube, Spirituskocher. Ja, war der Spirituskocher. Davon ist mittlerweile auch nicht mehr kaum noch was zu sehen. Das habe ich auch nur ein einziges Mal gemacht. Und ich meine, das war die eine Anwendung, bei der ich diese Pfanne in Verwendung hatte. Aber sie sollte natürlich auch für irgendwelche Spiegeleier oder zwei kleine Würstchen oder irgendwas Vergleichbares durchaus funktional sein. Gut finde ich diesen arretierenden Klappgriff. Das geht ganz simpel, indem man den halt hier hoch so klappt und dann sind hier diese Öhrchen am Metall, wo dann das Ding dahinter einrastet, aber auch relativ leicht wieder zu lösen ist. Für meinen Geschmack könnte das noch ein bisschen stabiler sein. Andererseits, wenn man jetzt nichts unglaublich Schweres in der Pfanne drin hat, hebt das auch einigermaßen. Oder man kann beim Anfassen den Griff noch zusammenklappen, dann kann man auch was Schweres in die Pfanne reinmachen, ohne dass was Schlimmes passiert. Aber wie gesagt, Topf ist inzwischen so leicht oval. Vielleicht kann man es hier so ganz bisschen erkennen. Und dementsprechend ist es nicht mehr ganz so einfach, den Deckel passend da drauf zu kriegen. Geht aber natürlich trotzdem. Dafür geht er leichter ab. Das ist ja auch gut. Nichts ist schlimmer, als wenn man einen super fest sitzenden Deckel hat und den dann auf dem Feuer von seinem Geschirr nehmen möchte. Wie zum Beispiel, kennt ihr den hier? Das ist so ein Trankia Mini-Kochset und da ist der und macht das mal, wenn das Ding über dem Feuer steht. Ich habe jetzt rausgestellt, wie lange ich gebraucht habe, um den Deckel runterzubekommen. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. So, dann gibt es noch so einen großartigen Teller, den ich dann eigentlich häufiger als Pfanne benutze, als die entsprechende Pfanne, weil da mehr reinpasst. Und wenn man dann eine beliebige Griffzange hat, die ich jetzt hier gerade nicht rumfliegen habe, aber besitze, kann man mit der das Ding ganz gut anpacken und dann entsprechend direkt in die Glut stellen und da drin sein Spiegelei machen. Dazu gibt es sogar ein Video von mir. Den Teller an sich finde ich eigentlich, ich glaube, das ist noch der nicht im Feuer gewesene Teller, oder ich habe ihn wieder gut sauber gekriegt, ich weiß es nicht genau. Ich habe zwei davon. Und ob man den braucht, muss jeder selber für sich wissen. Ich persönlich finde einen Teller in der Ausrüstung relativ übertriebenen Luxus, aber wer das lustig findet und den wirklich als Bratpfanne nehmen möchte, auch der wiegt nix quasi. Ist allerdings ein bisschen instabil. Ihr seht hier so am Rande, das Ding lässt sich schon ein wenig verbiegen. Und den zweiten, den ich habe, der ist auch ein ganzes Stückchen verbogen. Weil gerade wenn man den so hinten in den Rucksack reinstopft, wo sich der Rucksack dann doch ein wenig bewegt und dann noch jede Menge Gepäck hinterher stopft und das Ganze mit Gewalt feststopft, dann verbiegt sich der hier schon ein bisschen. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb mein Titan-Topf hier so leicht oval ist, beziehungsweise so rum, weil irgendwann hat es ihn mal so zusammengedrückt bei Massen.
massivstem Einsatz von anderem Zeug, was ich ins Gepäck gestopft habe und alles so richtig schön zusammengepresst und danach sämtliche Kompressionsriemen des Rucksacks so richtig schön angezogen und den dann halt nochmal 15 Mal ins Gelände gepfeffert, besagten Rucksack. Und wenn sich der Topf dann ein ganz kleines bisschen verbiegt, finde ich das eine durchaus legitime Reaktion in Anbetracht dessen, wie wenig der wiegt. Ja, und was für eine dünne Wandstärke der hat. Dass Titan ein extrem stabiles Material und super fest ist, sollte niemanden überraschen. So, dann habe ich in meiner Titan-Ausrüstung auch noch diesen sogenannten Spork hier. Ja, besonders sauber ist er nicht. Ich mache mein Outdoor-Geschirr immer nur so ein bisschen rudimentär. Sauber. Der wiegt, glaube ich, 16 Gramm, hat es mal geheißen. Ich weiß es nicht mehr. Oder ich glaube, es müsste schon ein bisschen mehr sein. Fühlt sich jetzt schon ein bisschen mehr als 16 Gramm wohl. Das liegt natürlich auch an der Hebelwirkung, weil der Kopf natürlich, wie auch immer. Das Teil ist jedenfalls auch schon ewig lange im Einsatz, ist absolut unzerstörbar. Kann man auch nicht wirklich verbiegen, außer massiven Gewalteinsatz, ist von der Wandstärke her eher relativ dick und das ist ein ziemlich solider Löffel, wenn man bedenkt, wie filigran diese Töpfe und ähnliches sind. Den finde ich persönlich ganz, ganz, ganz toll. Inwiefern man überhaupt Gabelzinken am Löffel braucht, weiß ich nicht, aber ich finde Snowpeaker da schon sehr gut gelöst, weil man damit sehr wohl auch ein bisschen was aufspießen kann und Nüdelchen kann man auch ein ganz kleines bisschen diesen hier machen, halt da nicht viele, aber man hat ja in der Regel Zeit im Wald. Das ist ja mein Motto, das solltet ihr schon ein paar Mal bei mir gehört haben, wenn das nicht euer erstes Video ist. Ja, also der, ganz toll, überall schon gewesen. Den habe ich sehr gern. Normalerweise ist da noch ein Karabiner dran, dass ich mir den irgendwo in die Ausrüstung hänge, damit ich ihn nicht verliere. Ich bin eigentlich selber überrascht, dass ich ihn noch nie verloren habe. Vielleicht mal noch ein Alternativprodukt, was mir der Ingo geschenkt hat. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank. Das ist der Light My Fire Spork. Der ist auch mit Titan. Scheinbar, ich bin mir nicht sicher, aber eigentlich sieht so aus, als wäre der komplett aus Titan. Ich weiß nicht genau, wie ich diese unterschiedliche Farbe von diesem Material und diesem Material interpretieren soll. Haben die das einfach nur sehr, sehr, sehr gut verbunden und das hier ist ein anderes Material als das da? Oder ist das hier einfach nur krass poliertes Titan im Gegensatz zu diesem da? Rätsel in der Finsternis. Hab dieses Ding sehr gerne, finde den auch echt cool, weil man da auch eine richtige Gabel hat, mit der man richtig seine Spaghetti essen kann und ähnliches. Und auch einen richtigen Löffel hat, mit dem man zum Beispiel auch einen Joghurt löffeln kann. Da sind diese Gabelzinken dann doch eher hinderlich. Man kriegt nämlich eine Joghurtschüssel, also so einen normalen Joghurtbecher, damit so gut wie nicht richtig ausgekratzt. Und auch andere Gefäße kann man damit nicht wirklich richtig schön sauber schlecken, wem das wichtig ist. Und gerade eben, wenn man nur wenig Nahrung dabei hat, finde ich das sehr wohl wichtig. Hier gibt es übrigens noch so ein paar Sägezähne. Gut. Leichte Sachen kann man damit schneiden. Das Teil finde ich also definitiv auch cool. Das Einzige, was mich daran stört, aber trotzdem. Also definitiv auch cool, zumal man es ja wieder in die Gerade biegen kann. Und das Gute an dieser Biegerei ist auch, man kann sich das auch in eine Form biegen, in der es einem persönlich besonders gut in der Hand liegt. Das finde ich auch ganz raffiniert. Also auch das ein cooles Teil zum Thema Titankrempel, aber nur so mal am Rande. So, jetzt mal noch mal ein paar allgemeine Dinge zu Titan. Also das ist super leicht und super stabil, das habe ich jetzt schon gesagt. Für unser eins im Outdoor-Bereich noch mal sehr interessant ist das Wärmeleitvermögen. Das ist nämlich beschissen, weshalb eben auch die Wandstärke so dünn ist. Denn sonst würde es im Topf nur sehr langsam bzw. nicht wirklich so richtig heiß werden. Daher ist eine besonders dünne Wandstärke bei Titangeschirr auch zwingend notwendig und nicht nur zur Gewichtsersparnis sinnvoll. Denn die Wärmeleitfähigkeit ist wie gesagt beschissen. Soll heißen, der untere Teil des Topfes, wenn man den jetzt irgendwie entsprechend in Verwendung hat, heizt sich wunderbar auf und durch diesen einen heißen Teil vom Topf heizt sich quasi der Inhalt auf. Es ist also super schwierig, Speisen mit dem Ding, mit dem so einem Titangeschirr richtig gut zuzubereiten, die nicht sehr wasserhaltig sind. Weil wie gesagt, die werden dann nur von da unten heiß, je nachdem was für einen Kocher man nimmt, eventuell auch nur von der Mitte des Topfes, ne?
Wenn es nur eine kleine Flamme ist, dann haben wir wirklich in der Mitte einen heißen Spot und alles andere, der Rand bleibt, zum Beispiel gerade wenn man einen Kocher mit einer kleinen Flamme nimmt, so einen schönen Gaskocher oder was, dann kann man hier oben noch problemlos den Topf relativ gut anfassen, also bis zu dieser Höhe, weil bis dahin geht die Wärmeleitfähigkeit gar nicht. Das ist natürlich dann wieder schön, wenn man irgendwie mit dem Topf hantieren möchte. Auch der Griff bleibt die ganze Zeit über relativ kühl. Schlimmstenfalls muss man den Griff dann so anfassen, weil er da unten ein bisschen heiß geworden ist. Das kann man hier schön an der blauen Verfärbung erkennen. Da hatte ich über den Benzinkocher mit so richtig Wumms. Jawohl. Jetzt ist es auch noch so, dass man einen Titantopf niemals leer auf irgendein super heizendes Objekt stellen sollte. Beim Holzfeuer ist es nicht so dramatisch, aber beim Benzinkocher ist das echt keine gute Idee, weil sonst kann es passieren, dass man so eine leichte Blasen Bildung bekommt. Das ist bei mir jetzt nie in einem schlimmen Maß vorgekommen. Bisher kann aber wohl schon passiert sein, dass sich dann deutlichere Blasen am Material bilden. Wie das genau sein kann, ist ein gewisses Mysterium, weil eigentlich hat Titan vom Material her einen Schmelzpunkt, der weit über allem liegt, was ein Gaskocher zu leisten in der Lage ist. Daher keine Ahnung, eigentlich sollte das gar nicht möglich sein, aber es gibt halt immer wieder diese Berichte, dass es dazu kommen kann und diese seltsamen Flecken hier an meinem Köcherchen hier, die sieht ja auch irgendwie so aus, als ob das fast so sein könnte. Vielleicht ist es aber auch so, dass das, was Blasen wirft, gar nicht das Material vom Titan ist, sondern tatsächlich nur der Ruß, der da dann im Laufe der Zeit dran ist, aber ich bin kein Physiker, da könnte ich jetzt spekulieren und komme doch nicht auf eine brauchbare Lösung. Aber jedenfalls durch diesen einen heißen Bereich brennen Dinge sehr schnell an, die nicht sehr wasserhaltig sind, wie ein Eintopf oder ähnliches. Das heißt, man muss die ganze Zeit rühren. Was wiederum die Daseinsberechtigung von diesem Deckel hier auf Wasserkochen reduziert. Weil, oder halt eben eine sehr wässrige Suppe oder irgendwie sowas in der Richtung. Weil alles andere kann hier halt eben anbrennen. Ein weiterer Punkt, der vielleicht für den einen oder anderen wichtig sein könnte, es gibt immer mal wieder so einzelne Leute, die meinen, Titangeschmack in ihrem Essen feststellen zu können. Gerade wenn sie sich direkt in so einer Tasse, die auf dem Feuer verwenden, da dann das Wasser heiß machen und da drin dann irgendwelchen Tee oder ähnliches zubereiten, meinen sie da irgendeine geschmackliche Veränderung feststellen zu können. Tatsächlich ist es so, dass mir das auch schon ein, zwei Mal so ganz leicht hatte ich den Eindruck, das könnte eventuell wirklich so sein. Ja, auch das ist eigentlich nicht möglich, weil bei den Temperaturen, die hier zugange sind, sich eigentlich kein Titan lösen kann von der Tasse an sich. Es kann also eigentlich auch kein Titan ins Essen gelangen und eigentlich kann das Essen dann auch nicht nach Titan schmecken. Eigentlich. Wobei ich ja sagen muss, dass mir das auch schon eben aufgefallen ist. Ich fand es aber nicht schlimm und Titan ist in keinster Weise irgendwie gesundheitsschädlich. Im Prinzip ist es also Wurst. Für Feinschmecker mag es unter Umständen vielleicht zu Problemen führen. Im Essen habe ich es noch nie bemerkt. Da lag der Geschmack des Essens alles andere. Also da ist mir das wirklich noch nie aufgefallen. Aber gerade bei säurehaltigem Tee, insbesondere meinem schönen Zitronentee aus Zitronentee-Granulat, im Volksmund auch Krümeltee genannt. Ich mag den halt gerne. Da merkt man schon so ein bisschen. Also irgendwie schmeckt man das so. Hat man das Gefühl, man schmeckt das raus. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass man ja eben die Lippen da dran hat und wenn man am Titan quasi rumschlägt, dadurch den Titangeschmack irgendwie ein bisschen in den Mund bekommt, weil das ist tatsächlich so, also das Gefäß an sich schmeckt nach etwas. Also wenn man dran rumschlägt, das mache ich jetzt nicht. Ja, und letzte Sache, die man zu diesem Zeug jetzt noch sagen muss, es gibt ja auch noch Titangeschirr von anderen Herstellern. Ich kann über Snowpeak so viel sagen, weil ich ja wirklich einiges von deren Zeug habe. Die Qualität ist hervorragend, die Verarbeitung wunderbar. Noch nie ist mir da irgendwas irreparabel kaputt gegangen, bis auf eben so ein paar kleine Verbiegungen und so weiter und so fort. Gewicht absolut top. Haken,
Wahrscheinlich ist es ein bisschen überteuert. Also die Titanisoliertasse beispielsweise kostet jetzt inzwischen heutzutage bei Globetrotter, ich sage nicht, da sollt ihr sie kaufen, ich sage nur, da kostet sie so und so viel. Von mir aus könnt ihr sie auch gerne da kaufen, das ist mir alles Schnurzpiep, egal, aber da kostet sie 50 Euro. Also dieser Becher in Isolier, also doppelwandig. Keine Ahnung, ob das gerechtfertigt ist. Klar, der ist garantiert toll und selbstverständlich ist Titangeschirr auch in jedem Fall nur ein Luxusgegenstand. Also braucht man nicht, weil man Edelstahl für viel, 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 viel weniger Geld bekommen kann und das ist jetzt halt eben die Frage, ob einem die Gewichtersparnis das dann wert ist, dass das ungefähr das, naja, theoretisch bis zu zehnfache kostet. Habe ich auch schon gesehen. Ja, muss jeder dann für sich selber entscheiden. Ich muss sagen, ich würde mir jetzt aktuell nicht mehr Titangeschirr kaufen, weil ich ja jetzt auf dem Simple-Trip bin und mit der einfachsten Ausrüstung, die es gibt, gerne arbeite, weil ich da Spaß dran habe, nicht weil es unbedingt sein müsste. Und ja, da ist das eigentlich schon zu viel Luxus für meinen Geschmack. Übrigens, auf der Tasse ist normalerweise noch das Logo drauf, man kann aber nicht mehr sehr viel davon erkennen. Und auf dem Topf scheinbar nicht. Nein, auf dem Topf tatsächlich nicht. Das finde ich insgesamt auch nochmal gut bei den Snowpeak-Produkten, dass die ohne großartige Werbung auskommen, beziehungsweise wenn man hier ganz genau hinguckt, kann man es noch erkennen. Und auf dem Spork steht es drauf. Das finde ich aber auch okay, weil der ist ja wirklich nichts anderes als Statussymbol. Der Teller zum Beispiel kommt auch fast ganz ohne Werbung aus. Das ist hier nur so eine Prägung, die wirklich kaum zu erkennen ist. Da muss man schon ganz genau hingucken. Das finde ich sehr sympathisch. Ich mag Hersteller nicht, die ihre Produkte mit übertrieben viel Werbung versehen. Beispielsweise Jack Wolfskin. Ich finde das grauenhaft. Da kannst du ja aus 10 Meter als Jack Wolfskin Werbetafel erkannt werden. Ah! Grauenhaft. Also mal völlig unabhängig davon, ob diese Produkte jetzt nun gut sind von denen oder nicht. Ich kann damit nicht rumrennen, weil ich dazu sehr Werbung mache. Nein, nein, nein. So, ja. Mehr gibt es hierzu jetzt, glaube ich, wirklich nicht mehr zu sagen. Ursprünglich hatte ich noch überlegt, ob ich noch ein bisschen ein paar Worte verliere zu Alugeschirr und inwiefern Aluminium denn jetzt nun schädlich ist oder nicht. Aber das mache ich dann in einem eigenen Video und wünsche euch jetzt viel Spaß bei, was ihr gerade treibt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.